Heino weiter unter Beschuss. Er hat den Mainstream zur Weißglut getrieben, im Sat.1 Frühstücksfernsehen und zum Gendern gesagt, denen haben sie ins Gehirn geschissen. Wir haben darüber berichtet. Nun hat der Sender diesen Beitrag gelöscht. Bleiben Sie dran, dann erfahren Sie, wie der Kultsänger Hartwig Rupstahl erneut gegen die Vogue-Blase vorgeht und ihm jetzt sogar ein Konzertverbot droht. Tja, lieber Jürgen, ich wiederhole nochmal, was Heino im Sat.1 Frühstücksfernsehen letzten Dienstag am 19. September gesagt hat. Den haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich werde weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werde weiter Lustig ist das Zigeunerleben singen. Nun reagierte auch die Bundesvereinigung der Sinti und Roma empört. Ich zitiere, der Vorfall zeigt erneut, wie gekonnt über Jahrzehnte die Perspektiven von Getroffenen vom historisch tradierten Rassismus gegenüber Sinti und Roma ausgeblendet werden, ohne sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden, sagte die Vorsitzende Kelly Laubinger. Heino verdient Geld mit seinem rassistischen Kulturgut, während wir um unsere Leben fürchten müssen. Steffi, da müssen wir jetzt gleich das umstrittene Lied zu Ehren von Heino und zu Ehren des lustigen Zigeunervolkes nochmal singen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, aber ich kann alle Lieder, weil mir die Oma alles beigebracht hat. Also gut, fangen wir an. Du stimmst an. Lustig ist das Zigeunerleben, fahr ja, fahr ja, ho. Braucht dem Kaiser kein Zins zu geben, fahr ja, fahr ja, ho. Lustig ist im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, ho. Ausgezeichneter Einsatz, also das ist die richtige Antwort an diesen Zentralrat der Sinti und Roma. Das sind ja die Spaßbremsen vor dem Herrn, ja, ähnlich wie dieser andere Zentralrat. Ja, zumal man sich ja das Zigeunerleben in der damaligen Kaiserzeit auch als äußerst romantisch vorgestellt hat. Wie schön, man braucht keine Zinsen zahlen, man lebt im schönen grünen Wald. Das war ja ein Lied pro Zigeuner, ja, nicht ja, kontra. Ja. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was der Heino sagte. Hier können wir mal schauen. Er hat der Abendzeitung gesagt, das juckt mich keineswegs. Es sind ein paar wenige, die so denken. Ich bekomme hunderte Zuschriften von Jung und Alt, die sich bei mir bedanken, dass mal endlich einer den Mund aufmacht. Ich habe weder jemanden rassistisch noch sexistisch beleidigt. Sie als Medien zitieren mehr negative Kommentare von Leuten, die gendern, als jene, die meiner Meinung sind. Das ist der wahre Skandal, wenn es überhaupt einen gibt. Ja, weiter sagt er hier auch. Das steht ein bisschen weiter unten. Ich bereue überhaupt nichts. Ich habe mir das hier mal rauskopiert. Ich stehe zu 100% hinter meinen Aussagen im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ich lasse mir doch nicht von ein paar Gehirnakrobaten vorschreiben, was ich singen darf. Wo kommen wir denn da hin? Und die Mehrheit sei klar gegen das Gendern. Und dieser Wahnsinn muss endlich mal aufhören. Es gibt wichtigere Themen und Probleme in der Welt, sagt Heino, wie den Krieg in der Ukraine, Alters- und Kinderarmut in Deutschland, die Inflation. Darüber sollten sich die Leute Gedanken machen, aber nicht über ein Unterhaltungslied wie Leider oder 10 nackte Friseusen. Ja. Also da hat er recht. Er spricht ja eigentlich 80% aus der Seele. Und dann spielen wir nochmal was ein. Ja, das war Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Das hat er schon mal in den 70er Jahren, glaube ich, gesungen. Und hat er jetzt remixt mit einem Ballermann-Star. Man ist auch sehr hübsch geworden. Man muss dazu sagen, Heino steht natürlich nicht auf Nutten und Koks. Er ist, glaube ich, seit 64 Jahren glücklich verheiratet. Er ist ja jetzt 84. Aber okay, man darf auch mal irgendwas Verrücktes singen und wird dann nicht gleich zensiert. Ja? So war es jedenfalls früher. Und er hat Humor. Wir haben da einen Ausschnitt gefunden aus einer Talkshow. Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ja, ja, ich habe das gesagt, aber Erdbeeren waren immer schlecht zu kriegen. Ja. Tja. Eine coole Socke. Also er scheint Spaß zu haben am Leben. Er gibt mit 84 noch Konzerte. Und er gehört aus meiner Sicht zu den Männern, die wissen, wovon sie reden.
Wir hatten sie ja schon aufgezählt. Heinz-Rudolf Kunze hat sich gegen das Gendern ausgesprochen. Ganz massiv sogar. Bernhard Brink, der Otto. Didi Hallervorden. Baxter von Scooter. Helge Schneider. Dieter Bohlen und weitere Kollegen, die das Gendern als Verhunzung, als Vergewaltigung, als Zerstörung der deutschen Sprache empfinden. Und das sind eben auch Männer, die Lebenserfahrung haben. Die werden ja unter anderem angegangen. Das ist ja eine ganze Reihe und ich will nicht wissen, wer da noch alles kommt. Und ja, hat mich erinnert an Silvester, ne? The same procedure as every year. Und wir können jetzt sagen, the same procedure as every day. Jeden Tag ein anderer Mann, ein anderer Künstler, der gecancelt wird oder angegangen wird. Und für mich ist Gendern auch die Abwesenheit von Intelligenz. Was soll das? Ja. Wir haben ja noch den Bernhard Brink, glaube ich. Ja. Und man muss den Frauen gerecht werden. Wir haben auch Frauen, die sich gegen diesen Unsinn aussprechen, nämlich Gloria Fürstin von Turn und Taxis. Ja, die haben sie jetzt und auch wenn ich es richtig gelesen habe, auch heute Senta Berger. Mhm. Das sind alles Menschen derselben Generation. Man kann sagen, unsere Generation, obwohl wir, ich bin noch nicht 84 wie Heino, aber gehe stramm drauf zu. Und natürlich merken wir, wie künstlich diese Propagandasprache der neuen Weltordnung ist und dass die nichts mit dem Lebensgefühl zu tun hat. Und man kann einfach gar nicht so sprechen. Es ist ja ein Stottern, wenn man das große I, das Binnen-I sprechen will oder das Sternchen sprechen will. Man fängt dann an zu stottern und es ist nur peinlich. Ja. Und diese Sprache ist wirklich diktatorisch verortet, jetzt an den Schulen und Universitäten. Aber das Volk spricht nicht so. Ja, da gibt es auch diese sogenannten Genderpausen. Wenn ich die höre, dann schalte ich sofort ab. Das hört sich merkwürdig an. Zum Beispiel VergewaltigerInnen. Also man muss dann so eine Stockpause machen oder MesserstecherInnen. Die würden ja nie sagen VergewaltigerInnen, weil diese Leute vertreten ja, dass nur der Mann das Böse ist. Ich deswegen. Bestimmte Wörter werden ja gar nicht gegendert. Ja. Und Heino hat ja ein neues Album rausgebracht, Lieder meiner Heimat. Das ist das Cover. Also was mich doch verwundert hat, dass Heino den Rebell, auch vielleicht sogar den Punk in sich entdeckt hat. Er läuft ja auch rum mit Totenkopfringen, sieht aus wie so ein Punk-Cover. Und Heino, gut, wenn damals meine Oma Heino aufgelegt hat, dann habe ich mir die Ohren zugehalten, weil ich habe ja mehr Ramones gehört und The Stranglers und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aber jetzt sieht er ja fast aus wie Brian Setzer von den Stray Cats auch. Ne? Ich meine, es ist eine große, wie soll ich sagen, propagandistische Leistung, altes deutsches Kulturgut jetzt punkmäßig zu verpacken und damit deutlich zu machen, Patriotismus oder Heimatbezug, Heimatlieder sind nichts Muffiges, nichts Altes, nichts Reaktionäres, sondern können auch entsprechend verpackt Ausdruck der neuen Generation, der neuen Welt, der Zukunft sein. Ja, also was ich auch ganz gut finde, wir sind ja jetzt mal durch Potsdam spazieren gegangen, also viele junge Leute singen das auch und hören schon aufmerksam zu, was eben Heinz-Rudolf Kunze zu sagen hat, Heino zu sagen hat, Otto auch zu sagen hat und alle Kollegen. Ich will 10 nackte Friseusen. Mit richtig feuchten Haaren. Ja, das haben sie gesungen auf den Straßen auch leider. Und gut, ist nicht so ganz mein Stil, sind so Ballermann-Hits. Aber da scheinen auch viele junge Leute Spaß dran zu haben. Ballermann ist das Refugium der stabilen Deutschen geworden. Ja? Also an den Universitäten und an den Schulen und in den Kulturtempeln wird das Volk verblödet und gegen Deutschland aufgehetzt. Aber auf dem Ballermann ist das Refugium, wo man noch deutsch und lustig sein kann. Und übrigens, jetzt 10 nackte Friseusen ist ja auch auf der Platte Lieder meiner Heimat. Ja. Da sind wir jetzt beim Konzertverbot. Ja. Heino hat ja am Mittwoch gesungen, Lustig ist das Zigeunerleben in Frankfurt auf dem Oktoberfest. Daher kam ja die Panik und die Hysterie beim Zentralrat der Sinti und Roma. Und jetzt ist der Auftritt geplant, wo er diese CD vorstellt in Zürich. Am 12. Oktober soll das Konzert sein.
Es kam, wie es kommen musste. Der Konzertveranstalter in der Schweiz hat kalte Füße bekommen und hat gesagt, ich teile die Aussagen von Heino in keiner Art und Weise. Unsere Partys stehen allen Menschen offen. Ich setze auf Respekt und Toleranz. Das ist die Botschaft, die mir wichtig ist. Daher will er den Auftritt des deutschen Volkssängers noch einmal überdenken. Ja? Also ich hoffe, es geht aus für die Meinungsfreiheit, für die Kunstfreiheit. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, möchte man zitieren. In der Schweiz ist ja das politische Klima noch nicht ganz so eingeschränkt wie in Deutschland. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das Konzert stattfinden wird. Aber allein schon, dass solche Überlegungen im Raum sind, einen Traditionssänger, einen Quotenbringer wie Heino zu verbieten, dieses Konzert zu verbieten, zeigt, wie weit wir gekommen sind. Ja, er gilt aber auch als Nationalkünstler. Er heißt ja eigentlich Heinz-Georg Kramm. Er hat bisher über 50 Millionen Platten verkauft. 1973, so hat eine Umfrage ergeben, wussten 98% aller Westdeutschen, wer er ist. Und er ist ja auch ein Mann aus dem Volk. Er hat schon als Bäckerlehrling, hat ja Bäcker gelernt, schon angefangen zu singen. Und er hat auch sich schon einmal unbeliebt gemacht, in Anführung, als er 1976 das Deutschlandlied in allen drei Strophen gesungen hat. Übrigens im Auftrag des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger von der CDU für die Schulen des Landes. Also die Schülerinnen und Schüler sollten, ich darf ja nicht gendern, die Schüler, Punkt, sollten alle das Deutschlandlied kennen in allen drei Strophen. Ich glaube, das ist damals an jeden Schüler verteilt worden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, naja, hat ja schon noch immer traditionelles Lied gut gesungen. Das Schlesierlied oder auch das Südwesterlied zum Besten gegeben und hat auch ein Konzert gegeben in Namibia bzw. dem früheren Deutsch-Südwestafrika. Ja, kompakt, wir waren schon immer stabil hinter dem Mann, der hart wie Kruppstahl ist. Die Ausgabe erschien im März 2013. Gegen die 68er Spießer Heino rockt. Ja. Da waren wir schon damals auf einer Seite. Und jetzt in der aktuellen Ausgabe für Oktober, die im Augenblick im Druck ist, aber noch nicht am Kiosk, haben wir wieder auf Heino Bezug genommen. So, hier ist die aktuelle Ausgabe. Wir haben ein Nazometer gemacht. Das heißt, wir haben Prominente dargestellt, die wegen irgendwelcher lustigen Äußerungen unter Hitlerverdacht geraten sind. Und da taucht auch Hart wie Heino auf in diesem Nazometer. Er hat 4 von 10 Punkten gekriegt mit seinem Ausspruch, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie ein Windhund. Ja. Hätte er 10 kriegen sollen, aber wir haben nur 4 gegeben, weil er ja nicht abgeschossen wurde. Er hat sich ja gehalten. Wir haben dann in diesem Nazometer kommen 9 andere Prominente vor, wo es dann schlimmer ausging. Ja? Ja. Das ist ja das Besondere, der Hitler-Verdacht, der ihn jetzt trifft, der vorher wurde auch Harald Schmidt braun angestrichen, weil er auf der falschen Party war. Oder selbst Otto kommt jetzt in Schwierigkeiten. Natürlich die ganzen Politiker der AfD, Björn Höcke an der Spitze. Und eben auch aktuell Hubert Aiwanger. Die werden ja alle gejagt von dem medial aufgebauten Hitlergespenst. Und das ist das Titelbild der neuen Ausgabe. Das Hitlergespenst, wie Rufmord funktioniert. Harald Schmidt, Björn Höcke, Hubert Aiwanger und im Innenteil des Heftes natürlich kommt auch der Heino im Nazometer vor. Liebe Zuschauer, das ist eine Ausgabe, die Sie haben müssen, im Augenblick noch im Druck, aber Sie können sich diese Ausgabe vorbestellen, dann kommt sie nächste Woche zu Ihnen, bevor das Hitlergespenst auch dieses schöne Heft verschluckt. Unter kompakt-shop.de